Es weidet früh um sechs in aller Ruhe vor Paulens Sommerhäuschen eine Kuh. Sie frisst sich durch den fetten Rasen und darf hier eigentlich nicht grasen. Der Paul auf seiner Schnarchmatratze wird plötzlich wach von dem Geschmatze, blickt aus dem Fenster voller Groll und zeigt der Kuh dann, was sie soll. Die zieht das Maul nur etwas breiter und kaut und schmatzt bedächtig weiter. Für Paul steht fest, die Kuh muss weg. Er pinselt ihr zu diesem Zweck mit Farbe auf ihr dickes Fell, Kuh zu verkaufen. Zieht dann schnell an einem Seil das Tier hinfort zu einem nahegelegenen Ort mit Namen Niederbuschenhagt, wo heute gerade Rindermarkt. Es hat soeben 10 geläutet, deshalb der Paul ernsthaft bedeutet, dem Rinderhändler warte still, dass er die Kuh verkaufen will. Na, dieser Handel wird sich lohnen. Er gibt dem Paul dafür 2 Bohnen. Nicht 2, für 3 sind wir glatt. Ganz klar, dass der einen Vogel hat. Zumal das Zauberbohnen sind, die nachts, und das weiß jedes Kind, gewaltig in die Höhe sprießen. Dorthin, wo in den Wolken Riesen in riesenhaften Schlössern wohnen. Von dieser Art sind diese Bohnen. Das war der Riese Haberkuck, der dieses Schloss bewohnt. Und Paul denkt sich, na ja, ich guck mal rein, ob es sich lohnt. Der große Riese schnarcht und schnieft, der Paul, ins Schlüsselloch vertieft, hat überlebt das Türenschlagen. Ein leichter Druck nur auf dem Magen und Schädelbrummen bleibt ihm noch. Er schlüpft ins Schloss durchs Mäuseloch. Geht's los. Die Riesenfaust kurz hinter Paul herniedersaust. Der Text ist jetzt erstmal zu Ende, denn diese Bilder sprechen Bände. Riese wurde überlistet, der Paul reibt sich die Hände, die stumme Zeit, die ja befristet, geht hiermit schon zu Ende.
den Paul beseelt nur ein Gedanke. Nur schnell zurück zur Bohnenranke. Der Riese hat ihn fliehen sehen. Wie mag die Sache weitergehen? So war das mit dem Bohnenbaum. Wer das erraten hätte. Das Ganze war ja nur ein Traum und Paul liegt noch im Bette. Das Schloss und auch die böse Katze, der Riese mit der Riesenpratze, die Flucht hinab, die Bohnenranke, der Riese folgt, nein, welch Gedanke. Des Riesen schreckliches Gebrüll, das war die Kuh. April, April. Und nur die lange Schlapperzunge ist Wirklichkeit. Oh Junge, Junge.